Hallo NES-Freunde und NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mechanized Attack am NES. Ja, Copyright 1990, ein Shooter. Leute, packt eure Kinder weg, hier kommt ein Shooter am NES. Ja, was gibt's hier zu sehen? Kein Blut, glaube ich, dafür jede Menge sonstige Action. Kann man nochmal mit der Leitung spielen, ich spiele es mit dem Controller, weil mit der Maus habe ich es vorher ausprobiert, geht gar nicht so gut, geht mit Controller besser, und wenn es schon die Option gibt mit dem Controller, dann mache ich das auch. Schauen, ob ich schnell genug bin mit dem Controller, bin mir dann nicht so sicher. Kann ich da, Handgranate ist B, sehr gut, gut zu wissen. Ja, Lightgun-Shooter, ich weiß nicht, das ist irgendwie, gibt es heutzutage ja quasi gar nicht mehr. Ja, warum auch? Ja, mit VR ist es wieder ein bisschen aufgekommen, diese Rail-Shooter, was im Prinzip nicht viel anders ist, aber ansonsten braucht das echt niemand mehr heutzutage. Weggebrezelt. Mit der Pistole wird auch das Maschinengewehr. Hä? Ja, der ist da aufgetaucht. Der staucht. Ah, der taucht schon wieder auf. Kann die da irgendwie. Ah, das kann ich auch wegbrezeln. Das wird hier weggebrezelt. Ah, oh, Rakete. Extra Schuss. Schon wieder Raketenwerfer. Tschüss. Da oben wird gefeuert. Ah, ich komme ja gar nicht nach hier. Ja, wird mich eigentlich fast reizen, sowas mal zu programmieren, allerdings, naja, der Anspruch ist dafür nicht sehr hoch, muss man schon sagen, so einen Rail-Shooter zu, also so einen Lightgun-Shooter zu programmieren, ist jetzt echt keine Hexerei. Ich weiß nicht, wie das damals war, ob das damals eigentlich auch relativ leicht war. You're dead! Oh yeah, yeah. Okay. Mit der Maus ist es leichter, aber irgendwie ist es trotzdem angenehmer zum Spielen mit dem Controller, muss ich feststellen. Könnt mir in die Kommentare reinhaben, wenn ihr das Spiel kennt, was eure Vorzugsweise ist, Controller oder Lightgun bzw. Maus. Wenn ihr so ein Emulator spielt, müsst ihr es ja mit der Maus spielen. Wer das Original hat und noch einen alten Fernseher hat, der kann es natürlich am NES zocken. Ja, auf dem neuen Fernseher geht der NES zwar, ist zwar lauffähig, aber die Lightguns gehen natürlich nicht mehr, weil wir keine Zeilen zum Lesen haben. Die haben immer die Zeilen gelesen, ausgelesen, und durch den Bildaufbau des Flimmerns, weil die nacheinander aufgebaut wurden, konnte man berechnen, wo die Lightgun hingeschossen hat. Und die neuen Fernseher haben aber keinen Bildaufbau mehr auf diese Art, beziehungsweise ist er zu schnell. Und ja, ging auch schon damals nicht mit dem 100 Hz Fernseher. Damals da kurz vor Ende der Röhrenfernsehgeneration aufgekommen ist, mit denen ging es auch schon nicht mit dem 100 Hz Fernseher. Wieso weiß ich das? Ja, ich habe früher Fernseher verkauft, deswegen weiß ich das. Ist schon jetzt etwas länger her. Aber da haben die Leute immer gesagt, oh, das 100 Hz Fernseher, ja, super. Aber dass man dann keinen Lightgun-Shooter mehr spielen kann, daran hat kaum wer gedacht. Außer mir natürlich. Aber naja, kann man auch darauf verzichten. Also, außer man ist jetzt ein spezieller Lightgun-Shooter-Fan. Aber so geil ist das jetzt wieder auch nicht. Kann ich denn da einfach platt schießen hier? Ah, ist echt schwer, den zu treffen. Boah. Ich halte drauf, was geht. Boah. Come on. Wir den schaffen. Jawoll. Weggebrezelt den blöden Hubschrauber mit meiner Puffen. Ja, kann man ein bisschen Agro reden, oder? Besser hingehen.
Mann, ich spiele jetzt heute zum ersten Mal, also es ist schon ein dritter Aufnahmeversuch, weil es mit dieser blöden Lightgun-Emulation nicht richtig funktioniert hat und alles geblinken, geflackert hat ohne Ende. Und wenn man die Lightgun ausschaltet, funktioniert das viel besser. Bin ich aber natürlich erst nach einer Viertelstunde drauf gekommen. Soll noch eins warten? Wie lange nehme ich ihn schon auf? 5 Minuten erst. Eieiei, da muss man noch ran. Jedes NES geht mindestens 10 Minuten, heißt es. Da müssen wir noch mal ran. Ihr könnt mir in die Kommentare was schreiben zu den Game. Vielleicht kennt ihr den Original Arcade-Automaten. Wenn dem so ist, schreibt mal, wie der so ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Arcade-Automat vielleicht richtig cool war. Die Emulation am NES bzw. generell. Die Umsetzung am NES ist ja ein bisschen eine andere als am Automaten. Und ganz davon abgesehen, am Automaten fühlt sich alles immer besser, oder? Ich habe Bilder vom Automaten mir angesehen. Ich glaube, auf Wikipedia war. Nein, irgendeine andere Arcaden-Wikipedia. Weg damit! Ich möchte das Schiff versenken. Okay, wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. So, den Brezel ich auch noch weg da. Ja, weg damit. Alles weg hier, weg mit dem Zeug hier. Ah, das ist einfach zu viel. Ah, ich smashe den Button ohne Ende hier. Ei, der hat mich voll getroffen. Komm schon, komm noch mal hoch. Komm mal. Jawohl. Ah. Nein. Der ist geschützt. Komm noch mal, der kommt noch mal. Jawohl, weggebrezelt. Nehmen wir noch mal die extra Munition. Ah, beide haben mich getroffen. Verdammt. Nein. Nein, weg damit. Ah, es zieht ist wirklich alles andere als leicht. Ah. Hat er mich schon wieder erwischt, der blöde Hubschrauber. Continue. Und wieder von ganz von vorne anfangen, oder was? Ah, jetzt reicht's mir aber. Wie lange haben wir denn da? 10 Minuten? Okay, wieder Minuten. Bisschen muss ich noch. Ganz kurz muss ich noch. Für die 10 Minuten. Ja, 10 Minuten können manchmal lang sein. Ah, Lightgun-Shooter, wie gesagt. Heute nur noch schwer spielbar. Also, so zum Spaß will ich mir das nicht mehr reinziehen. So im Rahmen des Projekts, NES gehen 10 Minuten lang. Ja, klar, warum nicht? So sich die Mechanik anzuschauen und so weiter, ist auch nicht nur interessant, aber so ist Spaß zu spielen, ne. Leute, also ich muss halt echt wirklich nur die 10 Minuten machen, denn leider, ich muss Dragon Quest spielen, das neue, auch auf der Switch. Ist leider gut, hat seine Macken, ist aber leider gut. Wieso leider, weil das Spiel ist relativ teuer und hab's eigentlich nicht vor mir zu kaufen. Aber die Demo ist elend lang. Also Dragon Quest auf der Switch, die Demo, Leute, zieht euch die mal runter. Die ist echt ewig lang. Und man kann die Spielstelle angeblich auch aus Spielern mit übernehmen, wenn man sich den kauft. Aber ich fürchte, ich werde es mir kaufen müssen. Es hat seine Schwächen, aber die Story ist wirklich cool gemacht. Die Kämpfe mag ich auch ganz gern. Das Aufleveln ist ganz gut gemacht in Dragon Quest, also. So da. Ja. Kann ich das schon vorher abschießen da? Ah ja, voll abgekommen. Ja, jetzt habe ich ihn schon. Er muss ihn ganz am Anfang an schon abschießen, wenn er am Boden ist. Dann geht's leichter.
Ja, jetzt bin ich wieder da gelandet in diesem Level. Dann würde ich ja schon aufhören. Ich bin schon über die 10 Minuten. Ja, ich bin schon über 10 Minuten. Ich könnte schon aufhören. Train Quest wartet. Aber ich baller da hier doch wirklich die Munition hier raus. Mit Messern. Wer kommt denn mit den Messern zur Schießerei, Leute? Wir machen sowas. Ah, tot. Sehr gut. Danke. Das hat mich erlöst. Das war's. Das war Mechanized Attack am NES. Ein Lightgun-Shooter von mir hier gespielt mit dem Xbox 360 Controller. Ganz stilos heute unterwegs. Ganz stilos. Haut mir in die Kommentare, wie ihr das Game so findet. Ansonsten auch gerne mal ein paar Anregungen, wie das Spiel so früher war. Das interessiert mich immer besonders, falls jemand von damals kennt oder wenn jemand den Automaten kennt, bitte auch dazu rein in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich auf einen Daumen hoch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Einmal abonnieren, kostet auch nichts. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.